I'm a big step up. Bin ich weit vor. I'm a big step up. Look, ich kick doof. Nur High Football, lieber. Was geht, Freunde? Ihr seht schon, ein Handy in der Hand, eine Kamera hier. Warum? Wir teilen uns heute auf, Freunde. Raphael hat mich jetzt nach Weißthal gefahren. Ich gucke mir heute Weißthal gegen Siegen an. Raphael guckt sich. Ich fahre nach Setzen gleich. Zalchendorf. Wir sind gespannt, war heute Split. Auf jeden Fall, Freunde, heute Full Split. Wie gesagt, einer hat gefragt nach Weißthal und Weißthal Siegen. Wer es letztes Jahr gesehen hat. Letztes Jahr, ich glaube, fast auf Punkt genau ein Jahr her. Ja, genau. Da war das Spiel schon. Jetzt klappe die zweite. Raphael wollte aber noch Sätzen mitnehmen, weil da gefragt wurde, ob er nach Sätzen fährt. Deswegen, Freunde, ich steige jetzt hier aus. Tja. Und dann sehen wir uns später wieder, Bro. Ja, Freunde, der Mann macht sich jetzt ab. Ich gehe jetzt rüber ins Stadion. Hier ist schon gut was los. Ich bin eine Stunde jetzt vorher da. Raphael muss ja noch nach Sätzen fahren. Der fährt jetzt noch eine halbe Stunde. Deswegen bin ich jetzt eine Stunde vorher da. Der ist ungefähr eine halbe Stunde vorher da. Auf jeden Fall, ich habe richtig Bock, Freunde. Letztes Jahr, das war wirklich mit einer der ersten Vlogs. Ich kam hier hoch und habe auf 3-0 Siegen getippt. Ergebnis war 1-0, 2-0 Weißthal, 2-1, 3-1, 3-3 Verlängerung. Und dann hat Weißthal im Elfmeterschießen gewonnen. Deswegen, Freunde, ich bin auf jeden Fall gespannt. Heute gibt's Klappe, die zweite. Wir sehen uns gleich. Aber ich habe wirklich gedacht, hier ist noch gar nichts los. Es ist eine Stunde vorher. Es sind halt auch einfach die Siegner, ne? Die Männer sind mit Leib und Seele dabei. Ja, wird auf jeden Fall wieder krass, wird voll sein. Vor allem die Fans, die waren letztes Jahr richtig witzig. Auf jeden Fall Getränke gibt's noch keine. Schauen wir gleich auf jeden Fall was zu trinken und dann, denke ich, machen die Jungs sich gleich warm. Wir haben mit 20:06, 40 Minuten geht's los, Freunde. Hier wird sich auf jeden Fall warm gemacht. Halbe Stunde noch. Die Männer sind auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall, Freunde, kurze Stats. Bei Weißthal haben Endrit, Noel und Leon bislang, ich glaube, 11 und 12 Buden. Also bei den Jungs, die sind gut dabei. Bei Siegen haben wir mal Mats, Lukas, Scheid mit 10 Saisontreffern aus 23 Spielen. Für eine Oberliga ist auch eine gute Quote. Mal sehen, wie die Jungs heute performen werden. Also ich tippe hier auf... Ich weiß es nicht, Freunde. Ich glaube, es geht wieder ins Elfmeterschießen. Ich denke, es wird ein Elfmeterschießen. Ist auf jeden Fall was Ungewohntes, ne? Rafa, was sagst du dazu? Ach, der Mann ist ja gar nicht da. Egal, was man sagen will, Siegen bleibt eine Wundertüte. Also wenn man sich denkt, dass... Siegen gegen den Ersten, ASC Dortmund ist das, 3-1 gewinnt und dann gegen den Tabellenletzten 0-0 spielt, kann es halt heute schwer werden. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es geht in 15 Minuten los. Freunde, hier sind auf jeden Fall da hinten auch noch ein paar, aber da ist voll aus. Irgendwie ist voll. Halbzeitpause, ihr wisst Bescheid. Halbzeitpause? Da wird sich gleich eine Pommes gezogen. Und vor allem kurz zum anderen Spiel mit Setzen gegen Salchendorf. Setzen in der A-Klasse. Hat Raphael bestimmt schon gesagt, aber kann man in dem Video auf jeden Fall auch erwähnen. Wir müssen heute gegen Salchendorf Landesligisten dran. Ich hoffe, das kracht da nicht. Ich hoffe, bei dem wird es auch ein bisschen spannender und nicht so ein 3-4-0 oder so. Ne? Beim Setzen echt gut dabei. Sind ja aktuell wieder Erster, haben letztes Jahr einen Aufstieg verpasst gegen Enneptal 2. Da hat es so gekracht. Aber Raphael, viel Glück, Junge. Besonderheit hier beim Spiel, beziehungsweise Siegen, ist die höchste Mannschaft aus den letzten 8 hier im Viertelfinale. Einzige Oberligamannschaft. Dann sind noch 2 Landesligisten dabei. Ich glaube, dann noch 4 Bezirksligisten und 2 oder um den Dreh. Auf jeden Fall die einzige Oberligamannschaft. Aufgrund Zuschauerandrangs wird die Partie 10 Minuten später angepfiffen. Nochmal 10 Minuten warten, Freunde. Ich habe genug gelabert. Wir sollen jetzt anfangen. Also ganz ehrlich, wenn die Männer draufhalten, ja, dann halte ich ja auch drauf. Die Männer kommen jetzt rein. Weißthal in Schwarz, Siegen in Rot. Siegen! Ich glaube, hier wird auf jeden Fall schneller ein Tor passieren, als wir glauben. Jawohl!
komplett gejinxt. Ich sag's gerade noch, direkt 1-0 für Siegen. Eieiei. Freunde, 3-4 Minuten gespielt. Schlechter Start für Weißer, guter Start für Siegen. Meine 16. Minute, 2-0. Hier geht's immer weiter. Hier geht's immer weiter. Oh, ihr könnt krachen, ihr könnt krachen. Freunde, 3-0. Ed kracht und pfeift für Weißtal. Ah, wird so eindeutig gespielt hier auf jeden Fall. 20 Minuten gespielt, 3-0. Stimmungstechnisch wird es hier auf jeden Fall keinen mehr geben. Eieiei. Ich glaube nicht, dass gleich die ersten gehen. Nach der Halbzeit oder so. Das wäre komplett Abbruch. Und das Problem ist, Weißer agiert viel mit Langbällen, aber die Siegner sind einfach alle viel schneller. Ich weiß nicht, ob das die Taktik ist. Steht immer noch 3-0, letzte 10 Minuten der ersten Halbzeit. Boah, schwer, dass das noch aufzuholen auf jeden Fall. Oder so. Meine Abpfiff, erste Halbzeit ist rum. Steht immer noch 3-0 für Sportfreunde Siegen. Also Freunde, Halbzeit, ja, was gibt's viel zu sagen, es steht 3-0. Man kann auf jeden Fall sagen, von der Klasse und von der Spielstärke, Siegen gewinnt hier 8 von 10 Spielen. Mal mindestens 8 von 10 Spielen wird Siegen holen und heute ist einer dieser Spiele. Ja. Es steht 3-0 und Weißer kommt wenig. Ich denke, es wird auch noch ein bisschen höher ausgehen. Vielleicht macht Weißer noch 1-2 Tore mit bisschen Glück, weil Siegen sehr dominant. Ne? Freunde, wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. Ah, bricht mich ein bisschen. Ne? Ich hätte lieber ein spannenderes Spiel gesehen. Das ist jetzt 3-0. Stimmung ist im Keller. Von den Fans kommt nichts. Also es fühlt sich an, als würden hier wirklich nur 10 Leute sitzen. Jetzt wird ein bisschen gequatscht, aber im Spiel ist eigentlich so leise. Also Stimmung 0. 0 von 10. Und das Ding ist, Freunde, ich habe keinen Akku mehr. Und ich kann Raphael nicht schreiben, wie viel es bei dem steht. Und ich weiß auch gar nicht, ob bei Fußball.de ein Live-Ticker ist, weil ich kann es nicht nachsehen. Und keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich versuche gleich irgendwann mein Handy zu laden. Spätestens, wenn er mich abholt, sagt er mir das Ergebnis. Und ich weiß auch nicht, ob er weiß, wie viel es hier steht. Eieiei. Ich will auch teufelisch an die Wand malen, aber Siegen hat ja eben auf das Tor gespielt. Da hat man die Tore vielleicht ein bisschen schlechter gesehen. Jetzt, wenn es komplett kracht, sieht man es jetzt auf jeden Fall besser in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe nicht, weil 3-0 reicht, kann man mitnehmen. Also für Weißal zumindest, ich hoffe es nicht. Aber wenn Top passiert, film ich es, Freunde. Wir sehen uns wie gesagt gleich. Ich wollte eigentlich zum Pommesstand noch, by the way, aber letztes Spiel, wo wir hier waren, haben es nicht mehr zeitlich zur Halbzeit geschafft, deswegen lasse ich es erstmal sein. So, Ladies and Gentlemen, hier geht's gleich in die zweite Halbzeit. Und los geht's. Auf jeden Fall, eben hätte es auch 4-5 stehen können, ne? Deswegen. Fast das 4-0. Fast. Sag ich ja. Oh, schön. Abseits. Also bis jetzt deutet sich eher ein 4-0 an als ein 3-1. Ich denke, 4-0 könnte gleich passieren. Hey. 3-1, Freunde. Ich habe gerade gesagt, er hat sich eher ein 4-0 angebahnt, aber ich liege falsch. 3-1. Freunde, ich wollte eigentlich warten, bis nächstes Tor fällt. Aktuell hat Siegen ein bisschen nachgelassen. Ne?
3-1, Bayern wieder im Felder. Wer ist da? Hey, ich bin hier. Haro! Ein perfekt Mal auf dem Haro, das Ding ist durch. Auf jeden Fall ist gleich Schluss hier, letzte 5 Minuten, immer noch 3-1. Aber Weißhall tut echt alles, um hier noch einen Ausgleich zu machen, irgendwie. Also egal, was ich gesagt habe, Siegen hat auf jeden Fall zweite Halbzeit echt nachgelassen, Freunde. Ich dachte wirklich, das wird ein klarer Sieg. Jetzt steht es hier 3-2. Wie viel hat er gesagt? Steh auf, ist kein Liegeplatz! Freunde, egal was ich gesagt habe, vor dem Spiel, während dem Spiel, ich bin nicht auf jeden Fall, Freunde. Also egal wirklich, was ich gesagt habe, ihr müsst euch vorstellen, von einem sicheren Sieg war, von den Zuschauern, Pfeife ab jetzt. Das sagt schon alles. Also Glückwunsch an Siegen, aber stark gekämpft von Weißhall. Freunde, ich sitze noch hier. Ihr könnt es euch echt nicht ausmalen, was ein Hassel. Ich sitze hier einfach an der Bushaltestelle, warte jetzt noch 10 Minuten, bis Raphael kommt. Der hat mich ja, wie gesagt, eben einfach rausgeschmissen, ist nach Sätzen gefahren. War anscheinend auch ein geiles Spiel, hat sich auf jeden Fall gelohnt, sagt er. Aber er war auf jeden Fall schon ungewohnt, ne? Wir sind ja eigentlich immer zu zweit. Jetzt habe ich einfach mal allein gemacht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gleich mit Raphael kommt noch das Outro. Wir sehen uns gleich. Und kennt ihr die Folge von SpongeBob Rock Bottom? An der Bushaltestelle, wo nur dieser komische Bus fährt. Ist einfach keiner. Oh, Tatsache. Nee, Bruder, ich fahre nicht mit dir. So, Männer, wir sind wieder vereint. Der Mann hat mich gerade eingesammelt. Auf jeden Fall, Freunde, das war ein Doppelvideo. Beide Uploads kommen morgen wahrscheinlich. Ja. Genau. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, checkt gerne die anderen Videos aus. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren schadet nie. Und Freunde, dann würde ich sagen, es ist jetzt auch kurz vor 11, direkt ins Bett. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Big sticks, big racks. She asked me how I got it, said I got a lot.